They're around. They're coming. We have to find another way out. Oh, this is bullshit. You can't go back to your dorm now. You're a Blackwell fugitive. Crash at my place tonight. You want me to crash where the Blackwell security officer lives so I'll be safe? Okay. Into the car. Get in. Later, fuckers. Max, you rock. We are so fucking awesome. Yes, we so are. Morgens 9:30 in Amerika. Always remember this moment. Photobomb! Photohog. It feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. Like it needs another one. I'd like to do something good for my school in Arcadia Bay. I can't even submit my photo to represent. I just don't want to be rejected. Every great artist gets rejected before they get accepted. So you have to enter a photo. Even though I'm pimping the school and town you want to torch? Come on, I don't want to see Arcadia Bay burn to the shore. I just say shit like that because I've been trying to get out of here since... you left, basically. If I could find Rachel, then pay Frank off. I'm still leaving to start a whole new life. Wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. Oh, does the schoolgirl have a test today? I'm starting to feel like going to Blackwell every day is a test. I just need to get on my regular school schedule again. I know that it is freezing. I think we have to walk. I keep waving at the taxis, they keep turning their lights off. I'm so wiped out from last night. But it was awesome. I have to ponder what kind of criminal I've become. Last night was only the tip of the iceberg. I have to admit. It was pretty cool to take over the Blackwell gym. Today the gym, tomorrow the world. We need to step it up. We still have to be careful how I use my power. I don't want to get stuck in time. With the sidewalk and the pigeons and my window reflection. Mask I polish in the evening, by the morning looks like shit. And I know you have a heavy heart, I can feel it when we kiss. So many men stronger than me have thrown their backs out, trying to live.
hit. But me, I'm not a gamble. You can count on me to split the love I sell you in the evening by the morning won't exist. You're looking skinny like a model with your eyes all painted black. Was gibt es Schöneres, als morgens noch ein bisschen länger im Bett liegen zu bleiben, die ganze Welt einfach egal sein zu lassen, einfach den Gedanken nachzuhängen. Ich glaube, ich nutze mal kurz diese Pause, sag ich mal, um mal ein bisschen ja, die Atmosphäre zu stören, indem ich einfach mal ein bisschen reinquatsche. Ich fand das mit dem Pool gestern, fand ich in der Hinsicht sehr schön, wo Chloe sagte, ich werde dich niemals verlassen, Max. Das war so einerseits und so. Ja, Max hat Chloe verlassen und sie sagt halt, ich würde dich niemals verlassen. Wahrscheinlich einfach da deswegen, weil sie genau weiß, wie es sich anfühlt, verlassen zu werden. Fand ich, ja, ziemlich heftigen Seitenhieb, muss ich sagen. Gemein, aber ehrlich. Und hier liegen die beiden jetzt. Komplett unzugedeckt, warum auch immer. Ist das so warm in der Kerl-Welt? Zwei beste Freundinnen, jahrelang nicht gesehen. Doch verstehen sich immer noch. Wie ein Herz und eine Seele. Mein Blick auf die Uhr verrät mir so ein Scheiß. Ich muss zur Schule. Okay, I need to get dressed now. Warren, du hast ein perfektes Timing. Musik vorbei, na toll. Freut mich zu sehen, dass du Blackwell nicht gesprengt hast. Na gut, freut mich fast. Nebenbei, das Autokino ist schwer beliebt, also kaufe ich die Tickets jetzt. Du bist für das Popcorn verantwortlich, also gibt es kein Zurück mehr. 8.14 Uhr, okay, also Schule hat schon angefangen, aber wir sind noch hier, ja gut. Ist halt so. Das sind aber, wann ist wohl schon da? Ich weiß auch nicht. Ach, die Pistole liegt einfach mal so offen hier rum. Gut, dass David die niemals finden werden kann. Ja. Musik? Musik? Ich weiß nicht, was haben wir denn schon gehört? Haben wir das schon gehört? Genau, ich mach's einfach mal an. Lass mal wieder mal ein bisschen laufen. So, Portemonnaie. Öffnen. Oh, so viel zu erkunden. Fangen wir mit der Schublade an. I don't think I'll be moshing today. Du willst sie nicht ernsthaft Chloes Klamotten klauen. Man, if I had stayed hidden, David wouldn't be targeting me. Dafür hast du für deine Freundin eingestanden. Das ist wesentlich wichtiger. Wow, I remember this old phone. We decorated it together. LOL. So viele alte Erinnerungen. Schön, dass Chloe überhaupt nichts mehr dagegen hat, dass wir in den Sachen rumschnüffeln. I thought Chloe might put up a pic of me instead. Can't compete with Rachel. Holy shitballs. Frank is scary. I should have let Chloe take that money. Chloe, Geld, sofort. Ich hab dein Geld noch nicht. Das ist meine letzte Nachricht. Verstanden. Sofort, du Verfluchte! Anziehen? Nee, nicht anziehen. Erstmal im Joint ziehen. Jawohl. I'm lucky David didn't bust me for acting like it was my part. Ja. Chloe is so damn cute. She's really trying to suss out what my vision means. Mystic Weather, Supernatural Science. Okay.
Dr. J. Carswell. Mystisches Wetter und natürlich Wissenschaft. Laptop. Can I check out the news on this old laptop? Klar. Oh, at least we haven't been identified. Yet. Vorfall. Polizei und Feuerwehr reagierten auf einen Einbruch und einen Fall von Vandalismus auf dem Campus der Blackwell-Akademie um 1.30 Uhr morgens. Die Polizei hat noch keine Angaben zu möglichen Verdächtigen gemacht. Vorfall. Die Polizei verhaftete einen nackten Mann mit Schwert am Up All Night Donuts in der Nähe der Peking Road um ca. 20.52 Uhr. Der noch nicht identifizierte Mann stand unter dem Einfluss von Energy Drinks und Methamphetaminen. Schweres Wort, noch nicht sehr oft ausgesprochen. Er bleibt bis zum Abschluss der Ermittlungen ohne Möglichkeit auf Kaution in Haft. Das ist aber hart. Thank God, she's okay. I wonder when I can visit her. Blackwell-Schülerin befindet sich im stabilen Zustand. Nach einem öffentlichen Selbstmordversuch an der Blackwell Academy befindet sich Kate Marsh im stabilen Zustand unter Aufsicht des Gesundheitszentrums von Arcadia Bay. Derzeit sind keine weiteren Informationen verfügbar. Okay. Wifi-Anlage untersuchen. Wow, Sir. That was my 10th birthday. I didn't know Chloe kept this stuff. Ich wusste nicht, dass Chloe mal lange Haare hatte. Oh, wie schön die beiden. Süß. Erstmal das Portemonnaie untersuchen. The fact that she put the photo next to Rachel's is so touching. Das ist jetzt erst, dass man sie da sieht. Ah! Das. Don't be a dummy, cover your belly. Warum um alles Welt hat sie zwei Kondome in der Jacke? Im Portemonnaie? Cody, du bist ein offenes Rätsel, weißt du das? Öffnen. Oh ja, ja, wir gehen raus. Put some clothes on first, Hillbilly. Warum? Hallo, es ist mitten in der Woche, da kann man doch mal ruhig in Unterwäsche durch die Gegend laufen. Pistole ansehen. Frank might think twice about messing with Chloe now, but if David finds out, shitstorm. Chloe doesn't seem too upset she didn't take that money from the handicapped fund. Ja. Hoffentlich fliegen dann nur die Fetzen und nicht irgendwelche Kugeln durch die Luft. I love this morning light. It's so peaceful. Wouldn't it be wicked if we could just hang out here forever like when we were kids? Yes, but sadly we're not kids anymore. At least you can date now, right? My dad was terrified of the day I would discover boys. So... You never really told me if you had a serious boyfriend while I was away. Not serious. Hella stupid, usually. I went through a boy toy phase. Among other things. I can't see you with any of the guys around here. Because you have a good eye. That's why I was so glad Rachel came along to rescue me. Sounds like you totally crushed on Rachel. You would have too. Smart, sexy, and sassy. Like me, right? Well, duh. Maybe Rachel would have fought over both of us. You wish. Then again, maybe. You're a photographer and she wanted to be a model. Aber es ist offiziell. Aber es ist in Ordnung. I love this song. Das, ich wollte gerade sagen, das Lied ist vorbei. Ich weiß nicht, welches wir vorhin hatten. Ach, das ist das, wozu wir getanzt haben. Okay. Hey, lazy ass, put some clothes on. Then we can scarf the awesome breakfast Joyce is cooking up. Okay. Alles klar. Time to put on your daily armor, Max. Ugh, still reeks like a chlorine factory. Sehr was von dir. See if you can find a suitable outfit in my fashion hole. Vielleicht ein rot-schwarzes Karo-Hemd? Man, if I had stayed hidden... Ja, okay. Das wäre doch jetzt genial. Time for some Chloe cosplay. Oh. Hey, there you go. Rachel left a bunch of her clothes with me. She's your size. But not quite my style. Max, you don't have a style yet. At least give it a try. You can always rewind back to your chlorine brand t-shirt and generic jeans. You suck. I like my shirt and jeans. But it would be cool to try on Rachel's clothes
just to see if they fit. Stop second-guessing yourself, Max. Put this on and let your inner punk rock girl come out. You can afford to take chances whenever and whatever you want to try. For example, I dare you to kiss me. What? I double dare you. Kiss me now. Okay. Eben gesteht sie mir, ich bin voll verknallt in Rachel und jetzt... Sie fordert es heraus. Damn, you're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl-on-girl action. You're such a dork. Oh man, that was priceless when I kissed Chloe. She didn't think I would. Ja, gut, dass wir... Allerdings muss ich sagen, das passt so richtig zu mir. Wenn einer so in der Hinsicht auf, also jetzt nicht so in so einem krassen Beispiel herausfordert, ne? Aber ich sag auch mal ein Mann ein Wort. Okay. Time for some Chloe cosplay. Ja. Hey, there you go. Rachel. Ja, küss mich. Sorry, not that easy. Oh, like I am? Just admit that you already macked on me, then used your rewind. Now I can text Warren that you're saving yourself all for him. I am so going to best unfriend you for that. I love that Chloe is so fearless. Oh, der Spruch war gut. Das, komm, gibst du, dass du mich reingeschmissen hast und dann zurückgeschmissen. Oh, voll ertappt. Also wenn ich den Moment finde, ich hab mich echt weggeschmissen. Oh Mann. Meine Güte. Das war gut. I bet you totally used your rewind to mack on me just so you could act like you didn't. Come on, girl, confess. Oh Mann, das ist so gemein. Sie war eigentlich jetzt genau damit vollkommen recht. Sie hat genau damit recht. Oh Mann. Ich frage mich jetzt auch, der Kuss. Der Kuss hat doch eigentlich nichts zu bedeuten, oder? Es ist einfach nur ein Kuss. Einfach nur so eine Herausforderung, so scherzhaft, oder? Da können wir das auch theoretisch auch machen. Oder denke jetzt Chloe wirklich, dass wir sie verknallt sind oder sowas. Vor allem, ich habe keine Ahnung, was Max eigentlich will. Ich finde das T-Shirt cool irgendwie. Eigentlich steht sie ja nicht auf Warren. Sie will ja nicht, dass Warren mit Brooks zusammenkommt und... Ach, Max, du bist verwirrender als alle Menschen um dich herum. Weißt du das eigentlich? Was? Das ist die Stereoanlage? Soll das ein Chat sein? Ja, komm, wir machen es jetzt einfach. Wir küssen sie einfach, weil sie uns herausgefordert hat. Und weil sie, wenn wir es nicht tun, sowieso weiß, dass wir es getan haben. Was ist in meinem Fashion-Hall? Ja. Okay. Ach, guck mal, wie sich da gleich richtig ranschmeißt förmlich. Damn, you're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl-on-girl action. You're such a dork. You better not rewind and take that kiss back. You know I'm hotter than those Seattle art holes, right? You better not rewind and take that kiss back. You know I'm hotter than those Seattle art holes, right? Okay, wir haben es einfach gemacht. I think Rachel's style is a little more subtle. Like me. Looking sick, Max. A couple tats, some piercings, and we'll make a thrasher out of you yet. Ready for the mosh pit, Shaka Bra? Maybe not. Go on down and say hi to Joyce. Free breakfast.
I have to wake and bake first. I promise not to tell. Let's not rewind and find out, okay? Okay. Ich brauche einen Spiegel. Ich brauche einen Spiegel. Ich brauche einen Spiegel. Ich will einen Spiegel. Check you out, Max. Ready for the runway. Go downstairs and show Joyce. She'll love it. ja, ist klar. Das glaube ich nicht zurecht. Oh my god. That smells so amazing. It's like when we were kids here. Kate! Kate schreibt uns. Max, ich danke dir aus tiefstem Herzen, dass du mir auf dem Dach eine helfende Hand gereicht hast. Du warst die Einzige, die für mich da war. Ich muss glauben, dass du gesandt wurdest, mir Hoffnung zu geben. Du hast so viel mehr als das getan. Mein Vater ist auch dankbar. Du wirst immer in unseren Gebeten sein. Mit all meiner Liebe, deine Freundin Kate. Hey Kate, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Ich besuche dich so bald wie möglich, versprochen. Toll, jetzt bin ich in ihren Gebeten. Dein Ärmel ist kaputt. Und deine Hose ist kaputt. Aber ist egal. Ist egal. So, was wir jetzt mal machen. Was ist das für ein Bild? Ich sollte nach unten gehen und frühstücken. Ja, das ist eine gute Maßnahme. Gute Frage, nächste Frage. Wo haben wir aufgehört? Ich weiß es immer nicht. Oh Mann, ich weiß es immer nicht.